Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute zu einem Dreifach-Unboxing von der Blissinbox. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist nämlich so, dass man diesen Monat, also im Oktober, zwischen zwei verschiedenen Boxen wählen kann. Die möchte ich euch hier vorstellen. Und es gibt eine ganz spezielle Limited Edition, die mir unter die Haut geht tatsächlich. Da müssen wir auch drüber reden unbedingt. Okay, also ich starte jetzt einfach mal damit, dass wir die Blissinbox abonnieren können für 16,90 € pro Box pro Monat, wenn ihr möchtet. Ich habe das immer alles in die Infobox reingesetzt. Und man bekommt auch diesen Monat ein sehr fancy Goodie on top. Und zwar ist das ein Sloggy. Da musste ich direkt an meine Oma denken. Ne? Muss ich eigentlich in diesem Video gleich sowieso. Aber ja, das ist ein Sloggy. Großartig. Also es ist halt super gegen Nierenbeckenentzündung und so ein Kram. Ne? Es ist halt so ein kleines Unterhemdchen, was aber auch unten halt zu ist. Und das bekommt ihr bei Abschluss eines Abonnements mit dem Code SLOGGY dazu. Finde ich großartig. Hier unten mit Druckknöpfen, ne? Und ich glaube, das wird tatsächlich auch ein Teil, was ich echt häufig tragen werde, denn ich habe das sehr, sehr oft, dass ich dann irgendwelche Sachen anhabe, die mir am Rücken rutschen und dann, ja, ist es eigentlich ganz praktisch, ne? Ich finde es so praktisch. Wirklich. Also wirklich praktisch. Ist jetzt nicht so unbedingt sexy, aber es ist praktisch und ich finde es gut. Es ist jetzt one size irgendwie. Da muss man halt einfach mal gucken, ne, ob das noch passt. Ich hoffe. Ansonsten ist es, glaube ich, auch relativ dehnbar. Mal schauen. Also sehr, sehr cooles Goodie, meiner Meinung nach. Und jetzt starten wir mal mit dem Unboxing der ersten Box. Das ist die Blissim X Innovette. Also die hätte ich mir, glaube ich, auch ausgesucht, wenn ich mich entscheiden hätte wollen. Und das ist eine, ich glaube, koreanische Marke. Ich fand die Verpackung so süß, Leute. Fall Favorites ist da auch die Thematik. Da kann ich sie einmal vorlesen. Bist du bereit für eine gute Dosis Gemütlichkeit? Wir haben dir eine Routine zusammengestellt, die deine regnerischen Herbsttage aufhellen und aufmuntern wird. Nimm dir Zeit, um dir ein neues Beauty-Ritual mit abwechslungsreichen Neuentdeckungen zu gönnen. Genau, und das ist, glaube ich, auch dieser Beginn, der für beide Boxen gilt. Und wenn ich hier reingucke, muss ich direkt lächeln, weil das sieht so süß aus. Ich glaube, von Innovette hatte ich in meiner ersten Beauty-Box, die ich ausgepackt habe, so einen Fischpinsel oder so drin. Das war damals total angesagt. Als erstes habe ich hier was drin. Ein Badefisser, 30 Gramm und hier ist ein Einhorn hinten drauf, Leute. Vanille ist da der Duft und es sieht aus wie ein Donut. Richtig süß. Oh mein Gott, und hier hinten ist halt, wie gesagt, ein Einhorn drauf. Da haben sie mich, ne? Riecht sehr, 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 sehr angenehm. Dann habe ich hier was drin. Oh Gott, ist das süß. Das ist eine Handcreme, Hand- und Nagelcreme. Fleur de Coton, also quasi eine Baumwollblüte, 60 ml haben wir hier drin enthalten. Das dürfte eine Katze sein, das sieht natürlich unheimlich niedlich aus, ne? Ist das süß. Das ist schon süß. Das ist schon süß. Das ist einfach eine süße Box, muss ich sagen. Das ist ja richtig geil. Oh, was für ein Lippi. Ein Lippenbalm, 3,5 Gramm. Ja, also das finde ich auch allerliebst. Oh mein Gott, bist du niedlich. Ich weiß nicht, welches Tier du darstellen möchtest mit deinen Öhrchen. Vielleicht ein Häschen? Das ist einfach ein ganz klassischer Lippenbalsam. Riecht auch super süß. Also das ist halt eher eine Box, die ich jetzt eher bei einem Teenager sehen würde. Oder halt bei einer 34-Jährigen, die darauf abfährt, sowas, ne, zu verwenden und das total niedlich findet. Ich meine, ich verwende jetzt auch aktuell einen Lippenbalsam, der sich in einem kleinen Pöttchen befindet, der aussieht wie der Pilz von Alice in Wonderland. Also, ne? Manchmal ist so eine kleine Portion Fancy ist vollkommen angebracht. Als nächstes habe ich ein Oil Pelletier, also ein Glitzeröl, ne? Für Körper und Haare. 50 ml haben wir hier drin. Das erinnert mich auch ein bisschen. Oh, da ist Monoir-Parfüm mit dabei. Das ist natürlich sehr cool, ne? Erinnert mich ein bisschen an dieses von Rituals. Die haben sowas, glaube ich. NYX hat sowas auch. Finde ich sehr cool. Das kannst du ja gut in die Haare reinmachen, damit die ein bisschen mehr schimmern und glänzen. Das ist bei meiner Haarlänge manchmal ein bisschen schwierig, weil du dann wirklich überall auch glitzerst. Aber so auf den Schlüsselbeinen ist es ganz schön. Auf den Beinen generell ist es auch eine ganz tolle Sache, was man halt jetzt so sieht, ne? Wenn man das ein oder andere preisgibt. Und dann habe ich hier das letzte. Parfum Barb à Papa. Cotton Candy Scented Bath Foam. Hä? Was hat das mit Papa zu tun?
100 ml habe ich hier drin. Vegan Poetic Beauty Bubble Bath. Also auch was für die Badewanne. Schaumbad. Aber was hat das mit Papa zu tun? Also da steht was mit Papa drauf und Baby. Keine Ahnung. Ich lasse doch nicht meinen Freund mit meinem Sohn zusammen baden. Das ist für mich. Fügen Sie Ihrem warmen Bad hinzu und entspannen Sie einfach. So der Plan. Das riecht total angenehm blumig. Also ich mag es gerne leiden. Ne? Das kann gerne meine Badewanne mit wundervollem Duft füllen und mit einem schönen Schaum. Also habe ich definitiv Bock drauf. Also das wäre jetzt die Innovet-Box gewesen. Ich finde die süß, oder? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Das sind jetzt auch nicht so super, also was soll ich sagen? Es sind Produkte, die man halt einfach so gebrauchen kann. Ne? Jetzt gut, so ein Glitzeröl braucht vielleicht nicht unbedingt jeder, aber ja, ich finde es schön. Und da man sich das halt auch selber aussuchen konnte, welche Box man nimmt und da auch tatsächlich online stand, welche Produkte drin enthalten sein werden, ist es auch schon wieder okay, dass hier zwei Badezusätze drin sind, weil du weißt ja, worauf du dich einlässt. Ne? Gut, und jetzt habe ich hier einmal die Alternative. Das ist diese hier und die ist krass gefüllt. Also da sind halt verschiedene Marken drin enthalten. Auch hier wieder Fall Favorites, ne? Genau, und ich starte einfach mal mit dem krassesten. Das ist hier das Aloe Night Hydrating Sleeping Face Cream von Hello Body. Und da sind einfach mal 50 Gramm drin. Das ist eine riesige Größe. Und ja, das ist halt wirklich intens, ne? Finde ich sehr, sehr geil. Und das soll dann Feuchtigkeit spenden. Schön abends verwenden in so einem Glastiegel. Und so schaut es dann aus. Also ich finde es cool, ne? Und deswegen, für diejenigen, die halt wirklich sagen, okay, ich möchte halt so bekannte Marken, ist diese Box, glaube ich, in dieser Variante dann eher was. Denn hier haben wir halt auch ein Batiste Trockenshampoo mit drin. Witzigerweise für blonde Haare, gerade für mich auch sehr gut geeignet. Du kannst aber, glaube ich, auch deine Haarfarbe bei Blissim hinterlegen. Und dann haben die wahrscheinlich auch die richtige Farbe reingepackt. Ja. Das ist einfach 50 ml von einem Trockenshampoo. Batiste Trockenshampoos sollen ja richtig toll sein. Die werden ja immer in den Himmel gelobt. Ne? Viele halten es in die Kamera, viele reden da positiv drüber. Ich verwende halt kein Trockenshampoo, weil ich mir sehr häufig die Haare halt wasche. Also so alle ein, zwei Tage, weil ich hier halt ja auch sehr viel filme und so weiter. Dann setze ich mir die Mütze auf und dann sieht alles ein bisschen latschig aus. Und ja, oder ich kriegt da irgendwelche Sachen rein, die da normalerweise nicht reingehören, weil ich halt ein kleines Baby zu Hause habe. Deswegen. Gut, dann habe ich hier das nächste. Und zwar haben wir hier von La Rosée eine Handcreme auch drin enthalten. Ultra Repair, auch das finde ich richtig toll. 50 ml und eine Handcreme ist einfach etwas, was wir aktuell alle sehr gut gebrauchen können. Meine Hände sehen aus wie Hunds und Kunz. Nein, nicht wie Hunds und Kunz. Die sehen aus wie Hunds tatsächlich. Und die brauchen einfach sehr viel Liebe. Deswegen macht es für mich persönlich Sinn, auch überall gefühlt Handcreme zu finden. In Adventskalendern, in Beautyprodukten und so, ne? Weil ich es auch einfach, ich brauche es einfach. Und dann habe ich hier noch ein Duschgel drin von Innovet. Body Wash Gel Dusch. Das ist jetzt mit Zitrone und Honig. 75 ml sind hier drin. Zitrone soll ja als Duft dafür auch bekannt sein, so positive Vibes zu erzeugen. Ne? Für mich ist jetzt Limo- oder Zitronenduschgel nicht unbedingt was, weil ich bin nicht so der Zitronenfan, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und wir haben auch in der Blissim-Box jeden Monat 5 Produkte in der Box und hier habe ich jetzt auch das 5. Produkt vor mir. Genau, von Floss My Everyday Eyeshadow. Das ist 1,5 Gramm. Und der wird dann sehr wahrscheinlich in dem Monolid-Schatten-Adventskalender zu finden sein, der auch bald verlost wird. Tokio ist hier die Farbe. Denn ich habe einfach, ihr seht es ja hier neben mir, ein ganzes Regal voller Lidschattenpaletten, weil ich es einfach auch mag, ne, dass ich so eine Auswahl habe und so. Für den Alltag ist ein Monolidschatten super. Dann hast du halt eine Farbe und hast da, ne, ist alles tutti. Oder du hast 1, 2, 3 Farben, die du dir dann zur Seite legst. Und dann passt das schon. Das ist, glaube ich, auch ein Schimmertönchen, ne? Sieht sehr, sehr hübsch aus, aber es ist halt nicht, also es ist von der Art und Weise halt einfach nichts für mich. Aber das ist vollkommen in Ordnung, dass es hier in der Box drin enthalten ist. Denn ich finde auch hier wieder, die Box ist richtig gut gefüllt. Wir haben halt für 16,90 Euro immer wieder einen guten Warenwert, den wir da bekommen als Abonnent. Und das finde ich einfach super. Ne? Also ich muss kurz aufräumen. Und deswegen empfehle ich halt extrem die Blissim-Box. Du hast diesen französischen Flair auch immer mit dabei, was das Ganze sehr charmant macht. Es ist alles sehr liebevoll ausgewählt und es sind brauchbare Produkte. Das mag ich auch ganz gerne. Ja, und jetzt müssen wir mal über etwas Ernsteres sprechen.
Deswegen habe ich mir das jetzt auch gerade mal zum Ende des Videos aufbewahrt. Und zwar habe ich hier eine Box, das ist eine Limited Edition. Und man bekommt die normalerweise für 34 Euro und Abonnenten zahlen, ich glaube, 28,90 genau. Und 100% der Gewinne von dieser Box werden gespendet. Und zwar an eine Organisation, die sich mit Brustkrebs beschäftigt, mit der Früherkennung und Aufklärung und so weiter. Meine Oma hat einfach jetzt gerade auch Brustkrebs, einfach schon seit längerem, und meine Oma mütterlicherseits ist ja auch schon daran gestorben und deswegen ist es für mich ein absolutes Herzensthema. Ne? Unabhängig vom Inhalt finde ich das einfach richtig, richtig toll, dass das so gemacht wird. Oh mein Gott, ich habe heute Drehtag und jetzt bin ich schon am, das will ich nicht. Das war nicht der Plan. Denn das ist schwierig. Oh, und sehr persönlich, das tut mir leid. Genau. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick in die Box rein. Die kann auch jeder kaufen, der mag, ne? Wie gesagt, das mit Abo ist es dann ein bisschen günstiger. Das ist ja immer so, wenn du dann die Limited Edition Boxen von Blissim hast, dass das Ganze etwas günstiger ist, was ich auch sehr fair finde. Ne? Okay, Pink Ribbon sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas. Also das ist die Organisation. Erstmal die Box selber ist wunderschön, mag ich sehr, sehr gerne leiden. Und hier haben wir dann auch einen Flyer drin, wo einiges drin steht. Und ich lese es einfach jetzt mal vor. Ne? Im Oktober engagiert sich Blissim zum zweiten Mal in Folge für die Pink Ribbon Deutschland Kampagne, die ein breites und umfangreiches Bewusstsein für Brustkrebs schafft. Dabei ist es Blissim außerdem eine Herzensangelegenheit, alle betroffenen Frauen zu begleiten, damit sie sich in dieser schwierigen Zeit selbstbewusst, positiv und stark fühlen. Das Ziel von Blissim, sich durch konkrete Aktionen als Marke zu engagieren. Die Mission von Pink Ribbon, über die Früherkennung von Brustkrebs, von der regelmäßigen Selbstabtastung bis zu den empfohlenen ärztlichen Vorsorgeangeboten aufzubauen. Um diese starke Botschaft zu unterstützen, hat Blissim eine exklusive Box in limitierter Auflage entworfen, bei der 100% der Gewinne gespendet werden. In dieser hübschen Box versteckt sich eine Auswahl unserer beliebtesten Beauty-Marken wie No Cosmetics, Patika, Serge Lutton und Lifestyle-Marken wie Cosmiti, La La Lab, die sich mit Blissim verbunden haben, um sich an dieser Aktion zu beteiligen. Das finde ich sehr, sehr cool und auch von den Marken finde ich das mega, dass sie sich halt auch daran beteiligt haben, weil das natürlich auch bedeutet, dass die da auch nicht unbedingt groß irgendwas dafür bekommen, dass sie hier drin vertreten sind. Okay, und das Ganze ist halt auch wirklich sehr, sehr süß gestaltet, weil es einfach pink ist. Ne? Es passt, wir haben hier auch direkt dieses Pink Ribbon dran. Ihr kennt sehr wahrscheinlich diese ganz klassische Schleife. Ne? Und ich gehe sehr stark davon aus, dass, also meine Oma ist damals gestorben, mit 44, und ich habe sie ja nie kennengelernt. Das war auch noch bevor meine Eltern geheiratet haben und so. Also da war ich nicht mal Quark im Schaufenster. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wenn damals die Medizin weiter gewesen wäre und ungefähr auf dem Stand wie heute gewesen wäre und es auch solche mehr Aufklärung gegeben hätte und so weiter, dass das alles so nicht passiert wäre und dass viele Dinge anders gekommen wären. Wer weiß, ob ich dann hier wäre, so, ne? Und das ist schon alles sehr verrückt. Und naja, das ist halt die Oma, Mama, die Mama-Oma. Und jetzt hat auch noch meine Papa-Oma leider Brustkrebs. Und das nimmt mich halt sehr mit. Und es macht mich auch sehr, sehr nachdenklich. Und deswegen ist es für mich auch wirklich eine Herzensangelegenheit, euch diese Box halt auch zu zeigen, ne? Okay. Cosmiti haben die ja schon angekündigt. Da habe ich hier ein Tee drin, Sweet Love, das passt so gut. Wir haben hier drin 20 Gramm. Übrigens soll die Box einen Wert von 204 Euro haben. Ist das krass? Ich finde es hammermäßig. Und das ist dieser Tee und das ist loser Tee. Den macht man sich einfach in so ein Teesieb und kann das dann aufgießen. Finde ich super und auch sehr, sehr schön mit Kardamom. Ist das ist vielleicht nicht so unbedingt dann meins. Muss ich mal gucken mit Guarana. Das finde ich ganz interessant. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und Rose ist da auch irgendwie mit drin. Hier steht es auf Deutsch. Schwarzer Tee, rosa Pfeffer, Guarana, Gewürze. Interessant, ne? Werde ich auf jeden Fall mal probieren. So. Dann habe ich hier drin, es ist
so süß, dass sie hier auch noch auf ihrer Verpackung sogar das Pink Ribbon drauf haben, ne? Wild Science Lab, das ist eine Maske für die Haare, Root Therapy und Strengthening Treatment Mask und da sind Hanfsamen drin. 30 ml haben wir hier drin enthalten. Sowas ist auch eine schöne Sache, dass man die Haare halt stärkt und ja, das ist wichtig, dass man seine Haare stärkt tatsächlich. Und finde ich gut. Etwas, was ich okay finde, weil es ja einfach in dieser Box drin ist. Ich sag's, wie es ist, ne? Ich bin sonst kein Fan halt von Nahrungsergänzungsmitteln in Beautyboxen. Hier sehe ich einfach drüber hinweg. Lassie Le Beauty Good Skin Vitamins Boost mit Hyaluronsäure, Q10 und Vitamin C. Das sind solche Gummies, 60 Stück sind hier drin. Und ich persönlich esse diese Gummis halt auch, diese Weingummis. Und hier kannst du auch mit den Inhaltsgeschichten auch nichts verkehrt machen. Also mit Hyaluronsäure, Q10, Vitamin C und Vitamin E machst du nichts verkehrt. Deswegen, ne, das solltest du halt darauf achten, dass du halt nur 2 Stück davon pro Tag nimmst, weil so steht es hier drauf. Und dann passt das schon. Du hast hier halt nicht irgendwie so ein Tralafitti noch mit dabei, was andere Nahrungsergänzungsmittel, Gummis halt so haben, was man dann hier irgendwie überdosieren könnte oder so. Das heißt, das finde ich sogar richtig gut und hätte ich auch in einer generellen Beautybox wahrscheinlich positiv hervorgehoben, dass hier auch wirklich Inhaltsstoffe drin sind oder die Sachen halt geboostet werden sollen, damit die für mich sinnvoll erscheinen. Dann haben wir hier auch etwas drin und das finde ich sehr, sehr cool von Botanic Beauty, den Bloom Blush. Den hatte ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal in meinen Händen. Ich bin gespannt auf die Farbe, muss ich sagen. Ich hatte den jetzt schon in verschiedenen Farben. Hoffentlich ist es nicht der, der mir viel, viel, viel zu hell ist. Mal gucken, weil der schon generell recht hell ist, ne? Darling Dahlia. 4 Gramm haben wir hier drin enthalten. Das ist einfach eine Blume. Das ist sehr, sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Und zwar habe ich hier sogar Schmuck mit drin. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist richtig krass. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Marke das ist. Das stand hier auch irgendwo. Irgendwo hatten wir da auch so was mit dabei. Das ist tatsächlich eine Kette. Das finde ich sehr, sehr schön. Die hat einen Sonnenanhänger quasi. Ne? Das ist eine goldene Kette mit unten einer Sonne dran. Sehr schön, sehr filigran. Und finde ich auch sehr, sehr passend, weil die Sonne steht ja auch immer irgendwo für Hoffnung, für Wärme. Und dementsprechend passt das auch total in so eine Box rein. Also sehr, sehr schön gemacht, muss ich wirklich sagen. Steht das vielleicht hier in dem Heftchen drin? Von Kohm ist das. Für den Boho-Look. Sehr interessant, ne? Okay, weiter geht die wilde Reise. Hier habe ich was drin von Patika. Und zwar ist das ein Radiant Sorbet Scrub. Das kannst du mit Aprikosenkernen sehr wahrscheinlich für das Gesicht und den Körper verwenden. Tired Skin. Ja. On the surface. Achso, also ich persönlich würde es jetzt eher am Körper verwenden, weil ich bin ja nicht so ein Fan von mechanischen Peelings im Gesicht, ne? Wir haben hier 50 ml drin und so ein, also Körperpeeling, wenn es ein Körperpeeling ist, finde ich persönlich auch immer sehr, sehr schön im Boxen, ne? Das ist immer eine ganz schöne Sache. Dann habe ich hier was mit dabei von Serge Lutin, das hatten die ja schon angeteasert. Das ist ein Matte Lipstick, 2,3 Gramm L'Étoffe du Matte. In der Farbe L'Étoffe du Matte M1. So schaut die Verpackung aus, die wirklich sehr hübsch ist. Sehr edel. Ich hatte jetzt auf den ersten Blick erst gedacht, das wäre vielleicht ein Parfum oder so. Aber wir haben hier einen extrem schönen Lippenstift drin. Fühlt sich sehr schwer an. Sehr hochwertig. Eine wunderschöne Farbe mit einem extrem schicken Bullet. Also das sieht echt schön aus, ne? Und ich mag ja gerne rote Lippenstifte. Das ist halt so meins jetzt gerade zur Adventskalenderzeit und auch zur Weihnachtszeit und ich finde es schön. Statement Lippe ist definitiv auch in dem Zusammenhang eine ganz wichtige Geschichte. Also das, was ich halt auch so mitbekomme, ist, dass wenn das Ganze dann ja auch, also wenn der Krebs dann auch tatsächlich voranschreitet und so, dann ist das Thema Haare ja auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, vor allem bei Frauen, ne? Und dann ist auch immer die Frage, wie schminkt man sich, was macht man so, ne? Und da habe ich halt einfach mitbekommen, dass man dann sehr, sehr viel die Betonung auf die Lippen legt und halt weniger so auf die Augen. Und wenn Augen, dann halt künstliche Wimpern, was man aber ab einem gewissen Alter nicht mehr so macht. Jedenfalls habe ich das so mitbekommen. Und ja, deswegen finde ich einfach einen roten Lippenstift total schön.
das passt einfach. Ne? Und dann vielleicht noch ein bisschen Blush auflegen. Deswegen, das ist schon in Ordnung, dass es halt auch genau die Farbe ist, weil man ist ja auch wirklich vom Teint her etwas blasser unterwegs. Ne? Dann habe ich hier von No Makeup ein Produkt drin. Hyper Calm Two Face Cloud Serum. Mit Azelainsäure, das ist aber sehr, sehr interessant. Anti-Redness-Effekt, 20 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Azelainsäure kenne ich persönlich eher so dafür, dass man die Haut nochmal so ein bisschen ausreinigen kann mit dem Serum. Das machst du so ein bisschen als Kur und dann kommen alle Unreinheiten wirklich rausgeschossen. Und danach hast du aber wirklich deine Haut ausgereinigt, mehr oder weniger, wenn man das so sagen kann. Also du hast halt durch die Azelainsäure so ein Reset von der Haut. Ne? Und deswegen finde ich das sehr interessant, dass sie das hier mit reingepackt haben. Es passt halt wahrscheinlich auch einfach von der Farbe her, deswegen hat No Cosmetics das auch genommen. Ja, okay. Wer jetzt, also ich habe Angst vor Azelainsäure, bin ich vollkommen ehrlich, aber ich glaube, ich sollte es vielleicht auch mal verwenden. Und als letztes haben wir hier was von Lala Lab mit dabei. 10 Fotos oder 10 Gratis-Fotos kannst du hier mit der Lala Lab gestalten, was ich auch total schön finde, auch in dem Zusammenhang, wenn man sich dann vielleicht einfach nochmal so ein paar schöne Momente als greifbares, haptisches Foto ausdrucken kann, was man dann vielleicht für die schweren Momente einfach immer bei sich haben kann. So. Ey, das war aber emotional hier. Ja, das war jetzt mein Dreifach-Unboxing von der Blissim-Box. Ich muss jetzt gleich noch erstmal ein bisschen runterfahren. Aber ich muss sagen, dass ich, also diese Pink Ribbon Limited Edition, die finde ich einfach total krass. Die ist richtig gut. Die gefällt mir. Ja, auch wenn das ein oder andere Produkt drin ist, was wir vielleicht einfach schon vorher in der Box mal gesehen haben, aber es passt alles zusammen. Auch dieses rosa Design und so, das mag ich schon. Und auch der Gedanke dahinter ist sehr, sehr, sehr sympathisch. Wenn man sich bei der Oktoberbox entscheiden müsste, würde ich persönlich die Innovet-Box nehmen, auch wenn die wahrscheinlich vom Warenwert nicht ganz so hoch ist, aber sie ist halt sehr niedlich. Aber ich glaube, dass auch viele von euch sagen, nee, also diese Standardvariante mit den verschiedenen Marken ist mehr so meins. Ne? Ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir gewesen. Es tut mir leid, dass das Ganze dann doch etwas emotionaler geworden ist. Es ist halt einfach eine Herzensangelegenheit und für mich gerade sehr, sehr aktuell. Nun, das war es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.